Jetzt hat die erst mal einen Schock, jetzt hat die erst mal einen Notstand, jetzt hat die Änderung in ihrer Aura und sieht, boah, mir geht's nicht gut, irgendwie, ich habe zu viel Blattmasse, mein Verhältnis zwischen Wurzel und Blatt stimmt nicht überein. Jetzt möglicherweise ruft die sogar die Schnecke und sagt, hey, mach mir ein bisschen Blätter weg, weil ich muss erst wurzeln, weil sonst vertrockne ich. Wir müssen uns überlegen, die Erde hat seit Jahrmillionen Leben hervorgebracht. Und nicht erst seit mir da dazukommen und so Laubwind zu winden, und meinet mir, jetzt muss es aber so und so und so gehen. Ja? Permakultur heißt auch dieses Verständnis, was meint Leben, was tut Leben, wie ist es arrangiert, wie baut sich es auf, wie kann ich das begreifen, wie kann ich es erfahren. Die Schnecke macht eine unglaublich wichtige Arbeit. Wer hat sich einmal mit effektiven Mikroorganismen beschäftigt? Wem sagt das was? Niemand? Ja, mir. Wer kann es mal erklären da in der Runde, dass ich jetzt bloß rede? Was sind effektive Mikroorganismen? Effektive Mikroorganismen ist das, was ich unter meine Finger nicht habe. Da ist ein bisschen Boden drin, von gestern und noch von vorgestern. Bringt halt alles raus. Und da bilden sich Bakterien, die überall im Boden sind. Die auf jeder Hautoberfläche, auf jeder Blattoberfläche, überall sind Mikroben drauf. Wenn die Mikroben alle rot wären, wäre unsere Welt komplett rot. Wir würden alle rot ausschauen, wir würden alle Oberflächen rot sehen. Selbst auf dem Stall, der trocken ist, sind Mikroben drauf, die schlafen da. Aber sobald Luftfeuchtigkeit oder andere Feuchtigkeit sind, sind die sofort wieder aktiv und wach. Und die Schnecke in ihrem Schneckenschleim, wer weiß, was Schneckenschleim ist, aus was der besteht? Also man kann die lutschen. Das schmeckt richtig süß. Ich habe das einmal gemacht, das reicht. Aber in diesem Schneckenschleim sind eben Zucker drin. Und wenn man mit effektiven Mikroorganismen sich beschäftigt hat, die werden vermehrt in Melasse. Weil die das gern mega, da können die sich gut vermehren. Und im Schneckenschleim, das ist eine Zuckergussspur, da sind Mikroben drin. Und die Mikroben werden von den Schnecken verteilt. Jetzt, wenn aber zu viele Schnecken da sind und zu wenig Salate, was machst du dann? Sammler. Sammlerhüt. Auseinanderschneiden, das wäre jetzt keine schöne Methode, weil Permakultur möchte eigentlich das Leben fördern und was schon lebt, Permakultur der Grundsatz, im Zweifel wachsen lassen. Im Zweifel leben lassen. Wer sind denn natürlich die Feinde von den Schnecken? Laufenden. Der Igel, Laufenden, Hühner. Es gibt sogar Schnecken, die andere Schneckengelege essen. Wer kennt diese Tigerschnecken? Der Schnegel. Wenn ihr den im Garten habt, seid glücklich. Nein, nicht die Weinbergschnecken. Die Weinbergschnecken fressen aber Ausgelege von den Nacktschnecken. Warum hat die Nacktschnecke, diese rote Wegrandschnecke, warum hat die hier so überhand genommen? Ich habe mal provokant gesehen, weil unsere Mütter und Großmütter angefangen haben beim Lidl kaufen. Der Salat, weil das einfacher und billiger war. Und irgendwie ist der da dann hergekommen. Über Eier oder über Gemüsekisten, irgendwie hat es daher geschafft. Weil normalerweise ist diese Schnecke für Trockengebiete konzipiert. Du meinst die spanische Wegrandschnecke. Die legt viel, viel mehr Eier als die hiesigen von uns. Und die schmecken viel, viel bitterer, die Schnecken, weil sie eben trockener sind. Habe ich mir sagen lassen. Dadurch hat sie hier viel weniger natürliche Fressfeinde, als wie die hiesigen, die da sind. Und der Schnegel ist aber ein Feind von ihr und hilft dieses Gleichgewicht herstellen. In der Permakultur gibt es keinen hundertprozentigen Ertrag. Da ist für alle von dem gesamten Ertrag, von der gesamten Blattmasse, Biomasse, die wächst, da sollte was für alle Lebewesen da sein. Ja? Weil wir haben über Jahrzehnte und ja, noch längere Zeiträume, haben wir in unserer globalen Landwirtschaft sämtliche Bodenlebewesen und Mikroben außer Dienst gestellt. Warum? Weil wir ihnen schlicht und ergreifend nichts mehr zum Fressen haben.
weil wir ihnen die Lebensräume genommen haben. Und wenn wir sie wieder einstellen will, ohne Tarif, sobald die Futter haben, arbeiten die wieder. Und das ist Gleichgewicht. Das baut sich jetzt von heute auf morgen auf. Das erfordert ein Hinspüren, ein Testen, ein Experimentieren, was geht denn gut. Und wenn ich dir jetzt deinen Salat, du bringst ihn nicht durch, jetzt kriegst du eine schlechte Laune. Ja, weil die Laufente, der See hat vielleicht den Platz, weil da kommt mit dem Fuchs das letzte Mal über Zeit, oder der Greif. Probiere. Jetzt könnte ich dir aber wahlweise sagen, was wächst in deinem Garten, was du nicht gesät hast. Und was die Schnecke nicht anrührt. Was gibt es da für Wildkräuter? Der Kirsch. Der macht's ja, also der ist ja ziemlich, da gar keine Schnecke an. Doch, den frisst sie auch. Wenn nichts anderes da ist. Nein, den frisst sie. Den frisst sie auch als kleine Jungpflanze. Im Sommer ist der weg. Im Sommer ist er weg. Ja, futterst du deine Schnecke zu wenig? Ich weiß es nicht, also entweder wenn die Schnecke auch nicht. Es müssen aber japanische Laufente oder indische Laufente sein. Also die normale Stockente mag es eigentlich auch nicht so. Nein, die, als Jung hat sie es gepresst, aber jetzt im Alter noch mehr. Na? Hat die Schnecke genügend Wasser? Weil das ist wichtig. Weil die sind so schleimig und so schmierig, die Schnecke. Und wenn du gesehen hast, wie die Nutter wirkt, die bräuchte der Töpfler vielleicht in der Nähe, wo sie immer wieder nur Wasser. Was dir? Was habe ich jetzt gehört? Ja. Es gibt kein generelles Angebot von der Permakultur, das sagt, das und das und das machst und dann hast du das und das Ergebnis. Jeder Boden ist anders, jeder Raum ist anders, jeder Mensch ist anders. Jeder hat eine andere Zeitempfindung, jeder hat eine andere Arbeitsempfindung, Vorstellung. Probiere. Gott da über studieren. Was, wie, wo? Also das heißt, dass hier Schnecken leben darf und dass die notfalls auch eine Töpfel an der Stelle zu machen. Also da herin, na, für die Enter. Für die Enter. Achso, für die Enter. Ihr fallt nicht aufstellen, ja? Warum geht's ja danach? Wer keine Enten hat, wie kann man denn Schnecken, man kann sie ein bisschen ziehen, weil Schnecken, ich hab die also wirklich auch lang beobachtet, was die so für Zeiten und Zyklen haben. Eine Schnecke geht früh oder abends raus, bei so einem Wetter siehst du die eigentlich hinter. Eine Schnecke sitzt irgendwo am liebsten, wo es feucht und schattig hat. Eine Schnecke mag alles, was ein bisschen verwest riecht. Ja, also wenn du ein bisschen Getreide sauer wäre lässt und eine Schneckensammelstelle aufstellst, die kommen von weit her gefahren, dann kannst du eine Schnecke viel leichter sammeln beispielsweise. Und zum Nacken, also woanders nach da halt. Wenn der Nachbar so gut ist, dann also Schnecke darf es sein. Schädlinge, Nützlinge. Es braucht immer ein Gleichgewicht. So, und jetzt sind wir mal da herin. Jetzt sehen wir, da wird es jetzt ein Wasser, glaube ich, brauchen, oder? Wie ist das da? Schaut ein bisschen. Jetzt haben die da aber die letzte Woche gut gekühlt und wenig Sonne, also jetzt knallt halt der Sonne raus, es ist heiß. Eigentlich ist da Wasser da, weil der Boden ist noch 2 cm feucht. Nachdem wir gerade eh zu viel haben und eher das Wachstum ein bisschen eindämmen will, weigere ich mich gerade ein bisschen zum Gießen, weil die sind nicht tödlich gefährdet. Ja, heute Abend standen die wieder frisch da. Wir haben da, wenn ihr seht, unsere gerade Zeile im Gewächshaus gemacht. Wenn ich jetzt für einen gewerbsmäßigen Anbau das mache, dann ist das eigentlich die einzige Möglichkeit, wie ich wirklich effektiv arbeiten kann. Ich müsste eigentlich Vlies drauflegen, dass ich keine Beikräuter dazwischen habe. Wir haben wissentlich darauf verzichtet, weil wir gesagt haben, es darf auch das Beikraut mit hochwachsen. Ich tue es halt dann rupfen und lege es wieder oben an. Die Würmer holen das schon.
Oder da jetzt die Salatblätter, die man da ausputzt haben. Ja, da wie die Vogelmiere, ganz darf genau. Man, darf man die so benennen? Das ist dem Stadium schon aus. Nein, also sagen wir dort bloß, wenn es blüht hat. Dann schauen wir, was da für Rückenmasse da sind. Das ist ja alles wieder Biomasse, die wir da nachbringen. Und wenn ich das jetzt da liegen lasse, vergart es, das samt garantiert nicht aus. Außer es hat schon verblüht, dann sehe ich mir es wieder neu an. Also ich muss schon genau schauen, was ich tue. Aber weniger ist in der Permakultur vielleicht einmal mehr. Ja, wenn ich jetzt halt hergehe und jetzt nochmal diesen geraden Streifen da runter nehme, wir haben da die Salatpflanzerkette, da haben wir die andere Salatpflanzerkette, das war alles voll. Das kann ich ziemlich schnell ernten, in Kiste packen, in den Markt liefern, was wir jetzt da gerade machen. Aber da, wo wir es jetzt ein bisschen aufgemischt haben, wo wir ein bisschen erhöht haben, wo der Humuskörper ein bisschen mehr wird. Die Pflanze, schau mal her, da der noch. Siehst du den Kohlrabi? Der steht frischer da. Der hat aber heute mehr Wasser gekriegt als wie der da. Der hat aber ein bisschen mehr Wurzelmasse und hat da ein bisschen mehr Platz. Der hat sich jetzt nicht mit den anderen Kohlrabis da rangeln müssen, weil die alle gleich waren. Ja. Sondern der hat mit der Salate, die wohl jetzt in der Mitte gewachsen sind, zwischenzeitlich waren da auch noch ein paar Zwiebeln gewachsen und ein paar Petersilie, Mangold oder was. Also man versucht dann schon hergegangen und sagen, welche Pflanze mägelt sich gerne, welche Wurzeln tief bringen wieder Stoffe von unten rauf, welche Wurzeln schlach, also flach hat die Stoffe, die sie oben brauchen. Und wenn ich jetzt meinen Salat verkaufe, und ich mache immer einen Salat verkaufen, dann wird irgendwann mal der ganze Humus auch weggetragen sein. Also muss ich schauen, dass wieder der Humus reinkommt. Jetzt haben wir letztens das geführt. Das sind Pflanzenreste, Wurzelreste oder es gibt wieder Humus. Das tue ich wieder da rein oder ich tue meinen ganzen Rasenschnitt da rein. Ich muss aber vorsichtig sein, weil ich kann mir da ein riesen Ei legen, also Schneckenei legen. Weil wenn ich das jetzt zur falschen Zeit mähe und da mulch, dann ziehen wir die Schneckerei und die wäre was da, dass sie wieder da rauskommen. Da fühlt sich die wohl, die haben es warm, die haben es feucht, da ist irgendwo, so wie in Spanien. Ja. Wann ist denn der richtige Zeitpunkt, dass man es reinbringt? Nein, sonst muss es einfach ein bisschen trocknen, wenn es jetzt nass ist. Es kommt immer auf die Menge drauf an. Ich kann mit Mulchen kann ich auch meine Beikräuter ein bisschen regulieren. Wenn kein Licht an der Pflanze nachkommt, wächst sie gescheit. Ich kann sogar richtig wucherige Brennnessel, bloß ein dicker Haufen da drauf, die gibt dann schon irgendwann auf. Und wenn ich gut bin, dann gehe ich jetzt her und sage, jetzt lege ich da einen Haufen Kompost drauf oder Wiesenschnitt oder ein Hai oder ein Silage oder was halt gerade da ist. Und dann lege ich da ein paar Kartoffeln drauf, mache nur mal ein bisschen Hefe da drauf und dann lasse ich das wachsen. Dann lege ich den Kartoffel gar nicht mehr in den Boden rein. Die Kartoffel wurzelt irgendwann nach unten und legt ihre Eiler in dieses Substrat rein. Also ich brauche die Erde nicht unbedingt bewegen. Es gibt ein bisschen einen Knackpunkt, also zwischen der Permakultur, die das erwerbsmäßig macht. Ich nehme mal an, die meisten sind irgendwo so Heimgärtner. Ist Erwerbsgartenbauer oder sowas in der Richtung da? Also hauptsächlich für einen eigenen Bedarf. Da habt ihr viel mehr Möglichkeiten. Wenn ich jetzt hier eine betriebswirtschaftliche Grundlage liefern will und sage, das ist Permakultur und wir wollen aber unseren Boden aufbauen, wir wollen aber trotzdem die Markterfordernisse machen, dann muss ich schon sehr genau mich entscheiden, was tue ich. Ja, was mache ich vom konventionellen Weg, was mache ich von dem, was jetzt für Boden sinnvoll ist, was jetzt für die Bodenlebewesen sinnvoll ist, dass ich einfach eine langfristige Geschichte habe. Ja. Jetzt würde ich mal sagen, weil es gar nicht so ruhig ist. Frage mich doch einmal was. Ja, warum haben Sie das gerade angeschnitten mit gewerblich und privat? Lohnt sich da nicht mit gewerblich, oder? Schau mal her, wir sind heute. Ich wiederholen, wir haben es da hinten nicht verstanden. Stangen wir gerade auf und sag's mal auf. Also er hat gerade das Gewerbliche angeschnitten und wir sind ja alles Private hier.
Aber meine Frage war jetzt, lohnt es sich dann für ein Gewerbe nicht, das zu machen? Aber er macht es ja auch. Jetzt haben wir aber einen anderen Schwerpunkt. Vom Ertrag her. Ja. Wer hat den Zeitungsartikel gelesen? Ja. Es geht um diese Gemüseanteilskiste. Wenn wir jetzt eine solidarische Landwirtschaft aufbauen und die das antreiben, wäre dafür honoriert, dass der Boden, dass die Lebewesen, dass die Pflanze, die in dem Boden wieder wächst, mit Hand, mit Mulch, mit sonstigen Sachen gemacht wird, dann ist das eine ganz andere betriebswirtschaftliche Kalkulation, als ob ich, wenn ich für einen Biomarkt heute eine Kiste Salat schneide, da muss ich viele Kisten reinbauen, dass ich bloß meine eigene Arbeit zahlt habe. Ja, ja. Das meinte ich. Dann habe ich aber mein Risiko noch weit dabei. Und darum haben wir mir da dieses Prinzip gewählt, was wir sagen, wir tasten uns in diese Permakultur-Idee vor und schauen mal, was passiert damit. Ja, weil es ist arbeitsintensiver. Wir kennen es nicht mehr so gut mechanisch. Das habe ich natürlich auch als Schutzmechanismus mit reingebaut, weil da drüber fährt keiner mehr mit der Hacke rum. Wird schon umgeschaut? Dann gehen wir jetzt noch. Dann erkläre ich euch mal, was die Stufe von da nach da drüber war.